Hallo, liebe Pico-Freunde. Wir dachten, dass wir Ihnen zum Abschluss des Jahres noch ein Video zeigen, und zwar ein Video über unsere Neuerscheinung, die wir vor einigen Tagen ausgeliefert haben, nämlich eine E-Lok, eine PKP-E-Lok im IC-Design. Es ist eine wunderschöne Lok geworden mit unendlich vielen Einzelteilen. Meine Mitarbeiter in China haben mir gesagt, es sind 400 Einzelteile an der Lok. Das sieht man hier oben in dem Dachgarten oder auch hier vorne an der Front. Es sind Aufstiegstritte dabei, die sind geätzt. Das heißt, man kann durchschauen. Ob das notwendig gewesen ist, naja, darüber kann man sich durchaus streiten, aber. Ja, meine Entwickler lieben das eben, was Besonderes zu machen. Ich glaube, es ist eine tolle Lok geworden. Wunderschöne Drehgestelle, sehr detailliert, durchbrochen, verschiedene Ebenen. Also ein tolles Modell geworden. Wir wollen, ups, jetzt wäre es fast runtergefallen. Wir wollen Ihnen einmal die Produktion zeigen. Es ist also ein etwas längerer Film geworden, aber ich glaube, Sie haben ja über Weihnachten und Neujahr haben Sie ein bisschen Zeit, da können Sie sich das ja mal anschauen. Der Film wurde von Mitarbeitern von mir in China gedreht, darum auch kein Text dabei, also kein gesprochenes Wort dabei. Und wir haben im Moment leider nicht genügend Zeit gehabt, da noch einen Text runterzulegen. Aber ich glaube, die Bilder sind selbstredend, man erkennt, um was es geht. Es sind alle Produktionsschritte wirklich abgebildet worden. Ich finde es sehr interessant und Sie haben einen sehr guten Einblick in die Produktion dieser tollen Lok. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt mal viel Spaß beim Betrachten und ich werde mich dann anschließend noch kurz bei Ihnen verabschieden.
Nico, Freunde, ich hoffe, Ihnen hat das Video Spaß gemacht. Sie haben einen guten Einblick bekommen. Und ich möchte mich jetzt noch bei Ihnen für Ihre Unterstützung von Pico, für Ihr Interesse an Pico, an unseren Modellen, für Ihren großen Besuch, großen Andrang an unserem Tag der offenen Tür recht herzlich bedanken und darf Ihnen jetzt für Weihnachten ein frohes und gesundes Weihnachtsfest Ihnen und Ihren Familien wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf dass wir uns 2025 in alter Gesundheit wieder treffen. Alles Gute, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.